Windows Boss sagt Hallo zu einer neuen Anleitung. Im heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie ihr eine Festplatte partitionieren könnt. Nach dem Intro legen wir auch gleich los. Wie schon erwähnt, ist das heutige Ziel, die Festplatte zu partitionieren. Falls ihr nicht wisst, was eine Partition ist, ihr könnt eine Festplatte aufteilen in zwei Teilen oder mehrere Teile. Der Vorteil ist, dass ich sage, auf dieser Partition habe ich nur meine Daten, auf der anderen habe ich das Betriebssystem. Und wie das geht, das wollen wir euch eben heute zeigen. Ich habe hier meine Festplatte angesteckt, das ist diese hier mit 230 GB und ich möchte hier eine Partition haben, das heißt, ich möchte hier die Festplatte geteilt haben. Ich habe hier auch den Namen, den Laufwerksbuchstaben, der nennt sich E und das machen wir jetzt als erstes, dass wir die Partition erstellen. Dazu klickt ihr auf Start, dann tippt ihr hier Verwaltung, automatisch kommt die Computerverwaltung, das öffnen wir. Dann kommt hier die Datenträgerverwaltung, das öffnen wir auch. Nun habt ihr hier einen Überblick über eure Festplatten. Seht ihr die Kapazität, den freien Speicher und in Prozent. Gleichzeitig seht ihr auch hier unten, ob diese auch funktionieren. Das heißt, wir suchen uns unsere Festplatte aus, das war Laufwerk E, das ist diese hier, und die möchten wir jetzt partitionieren. Dafür hier draufklicken, dann Rechtsklick, Volume als erstes verkleinern. Jetzt könnt ihr hier auswählen, wie viel Gigabyte. Wir haben hier, wie gesagt, 234 Gigabyte, eigentlich 250, aber der PC sagt 234 ist drauf. Und ich möchte hier eigentlich die Hälfte haben. Das heißt, 234, ich sage mal 120 mache ich hier. Und sage verkleinern. Und jetzt seht ihr automatisch, was passiert ist. Ich habe hier die Volume E, 114 und was ich verkleinert habe, ist jetzt nicht zugeordnet. Deswegen hier draufklicken, dann neues einfaches Volumen, weiter. Jetzt könnt ihr einen Laufwerksbuchstaben vergeben, ich lasse den G, weiter und fertigstellen. Jetzt wird das Ganze formatiert und das war es auch schon. Wenn wir jetzt unseren Arbeitsplatz ansehen oder dieser PC, dann seht ihr, was hier passiert ist. Meine Festplatte, die 230 GB vorher hatte, hat jetzt 114 und 117 GB. Das heißt, ich habe sie aufgesplittet, ich habe sie partitioniert. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann verwendet doch unser Windows Power Forum, abonniert unseren Kanal, dann seid auch ihr immer auf dem neuesten Stand. Windows Boss sagt Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.